Ja, Borussen Berni, ja, mein alter Lachs. Ist das Entenpille oder ist das Entenpille? Aber normalerweise, hier wird so ein Geißbock zwischen 15 und 18 Jahre alt. Aber die Edelziege nicht, nee. Aber der liegt immer noch beim Tierarzt am Rücken mit Schleudertrauma und wiegt Medinat in den Hörner, ja, aber hier, der hatte vor dem Bolzen, ja, hatte der 32 Zähne. 6 Hauer haben ihm gestern rausgeprügelt. Der sieht mal richtig scheiße aus. Kölner Fans, unfassbar, ja. Aber die haben 90 Minuten Karneval Samstag gefeiert und die hatten mehr Pyro bei als die Amis 1975 in Vietnam. Aber die Kontrollen würde ich mal gerne sehen. Ich wette um eine Bulette ohne Senf, ja. Selbst wenn die Leopard 2 unter ihre Kutte hätten, wären die mit reingekommen. Egal, Hauptsache unsere Profis von Borussia Dortmund hatten richtig mal richtig De La Peños gestern im Stutzen. Schulter, Schlotting, Schlotterbeck. Aber die Planierraupe macht alles weg. Wunderwelpe Jude. Hör mal, er hatte zwar einen kleinen Platten die letzten Wochen, aber gestern überragend. Ich glaube, wenn der Schiri nicht abgepfiffen hätte, der würde immer noch laufen. R2D2 Guerrero. Ja, gefühlter Neuzugang auf der halb acht. Klasse, noch 2 Jahre dranhängen im BVB-Trikot. Reus, Reus, ja, hat öfter mal Schnüppchen, aber die Schusstechnik, die ist nicht von diesem Planeten. Aller in der Verfassung, ja, das ist genau die Sahne auf Pudding, die wir brauchen. Shishu Daoud bei Schufa 04, kein Flugzeugträger getroffen, aber gestern, obwohl sein Parkplatz bald am Stadion leer bleibt, eine richtige Wumme. So, jetzt fliege ich in 2 Wochen, mal wieder wie jedes Jahr, in die beleuchtete Kloschüssel. Ist jedes Mal ein Hammerwochenende mit meinen Jungs, wenn ich zwischendurch auf Fußball gespielt werden würde. Ja, aber ich war da schon in der 30. Minute, in der 50. und in der 70. war ich bei denen am Bierstand und hab da den ihre Weißwurst-Bierplörder, hab ich mir in die Glatze gehauen. Warum? Ja, weil sie uns zu dem Zeitpunkt schon in alle Einzelteile zerlegt haben, Mama. Ich werde heute noch nachts wach, wenn ich denen ihre schwachsinnige Kong-Kong-Hüttenmusik da höre. Hör mal, wir fahren diesmal mit der kompletten Kapelle, fahren wir hin. Aldegemi, ich hab Brand, noch zweimal pusten, da sind sie wieder fit, hör mal. Kante Kobel, was ist los im Handschuh? Du siehst aus wie Tarzan, ja? Und hast du Verletzung mit Jane? Voltaren auf die Stulle und ab in die Bude bei Paragraph 1, Mensch. Ja, so, jetzt habe ich morgen noch ein OP, ja? Hier bei Dr. Nader, hier den Augenflüsterer. Der kloppt mir morgen eine neue Linse auf die Iris. Sehkraft rechts, nur noch 20%, was in der beleuchteten Kloschüssel echt manchmal zum Vorteil war. Ha, aber diesmal reise ich wie ein Bussard reise ich dahin. Ich sehe alles und ich freue mich wie Bolle. Und dann reist es wieder nur der BVB, aber nur der BVB.